Ich zu einem weiteren Punkt 4 Zukunftsgespräch. Punkt 4 heißt es eben, weil es um Punkt 4 beginnen sollte. Das haben wir zwar dazumals beim allerersten nicht geschafft, da haben wir erst um 10 ab begonnen. Also ich könnte es auch 10 ab Punkt 4 Gespräch heißen. Nein, Scherz beiseite. Herzlichen Dank, seid ihr dabei. Ihr könnt euch freuen auf den Austausch, den wir da vor uns haben mit Karin Lanz. Sie hat eine Wahnsinnsstory hinter sich in den letzten paar Jahren, die sie da entwickelt hat zur Cradle-to-Cradle-Expertin im Bereich Kosmetik. Und da können wir uns wirklich freuen. Wir werden das ganze Gespräch auch aufnehmen und dann über den entsprechenden Kanal von Next Generations zur Verfügung stellen. Wir sind per Du und das heißt, hier habt ihr auch mehrere Möglichkeiten, dann sofort Fragen zu stellen. Es soll wirklich einen Austausch geben. Ich habe kein Problem, wenn ich dann einfach nur noch den Fragen und Antworten zuhören kann und dann irgendwann um 5 Uhr den Stecker ziehe. Also das wäre schön, wenn wir da wirklich in eine Interaktion kommen würden. Wenn euch das entsprechend nicht so angenehm ist, einfach das Mikrofon anzuschalten und dann die Frage zu stellen, dann könnt ihr das auch über den Chat machen. Ich versuche da Karin zu bändigen und gleichzeitig den Chat zu beantworten. Das wäre dann so der Punkt. Ja, ich glaube als allererstes, Karin, es freut mich extrem, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollten es ja eigentlich aus dem Dispo-Space machen, aber Beat Cateruzza, der das Studio da betreut, der ist mitten im Wahlkampf, der möchte am Wochenende zum Stadtpräsidenten gewählt werden und er hat mich dann noch gebeten, komm, machen wir es. Ich bin froh, wenn wir es nicht im Studio machen, sonst machen wir das elektronisch, aber ich glaube, es wird trotzdem sehr, sehr spannend. Ja, Karin, erzähl uns mal, also dein Weg zu Cradle-to-Cradle-Expertin, der nimmt mich extrem wunder. Ja, hallo, herzlich willkommen. Dann machen wir das auf Hochdeutsch jetzt, Olaf, ist das gut? Ja, ich glaube, ja, machen wir das so. Dann können wir das auch bei den Aufnahmen besser verwenden. So gut. Ja, das Leben hat mich in eine Richtung gespült, die so eigentlich nicht geplant, nicht vorgesehen war. Ich hatte das Bedürfnis, etwas Neues zu schaffen und bin dann ein bisschen ungewollt eigentlich auf dem Pfad der Innovation gelandet. Ich wollte ein Produkt entwickeln, das neu ist, also neu, etwas Neues schaffen in einer Zeit, wo wir schon alles haben. Davon bin ich überzeugt. Es gibt eigentlich nichts, was nicht schon erfunden ist und nichts, was wir für unsere Bequemlichkeit noch bräuchten. Es sei denn, wir schaffen es so, wir tun es so, dass es nichts verletzt und nichts beschädigt. Weil ich glaube, sonst hätte ich das Recht nicht gehabt, überhaupt neu anzufangen. Natürlich dachte ich, das sei sehr einfach. Also ich dachte, dass das Wissen da ist und dass das der Anspruch heute von jedem Menschen ist, dass wir, wenn wir etwas tun, etwas erwirtschaften, dass wir das so tun, dass wir damit nichts verletzen und nichts aus der Balance bringen. Und genau dieses in der Balance bleiben, in der Balance mit der Natur, um trotzdem etwas zu machen, was für den modernen Menschen tauglich ist. Ich spreche da von Convenience, von einer Attraktivität, die uns anspricht in der heutigen Zeit. Nicht eine Steinzeit-Kosmetik sollte es nicht werden. Packungen, mit denen ich stundenlang rumsitzen muss, bis es sich eine Wirkung einstellt oder irgend sowas. Also es ist kompliziert, soll es nicht sein. Es soll schon für heute sein, für den Menschen von heute, und aber keine Spuren hinterlassen. Das war die Idee am Anfang. Und von da ging es dann etwas steinig weiter. Soll ich gleich, du willst es nicht durchziehen? Ja, du. Ich kann eine Stunde durchziehen. Ich möchte dich nicht bremsen, das wäre der falsche Ansatz. Es geht um dich und deine Produkte, nicht um etwas anderes. Du hast gefragt, wie ich dann eben auf diese Zertifizierung, dieses Cradle to Cradle, von der Wiege zu Wiege gekommen bin. Das war dann einfach eine logische Schlussfolgerung. Also es war das Erste, was mir begegnet ist, was für mich komplett stimmig war und was Sinn gemacht hat. Damit, das wusste ich nicht, gehe ich eigentlich 2 Schritte weiter als die anderen am Markt. Ich verbinde damit mit meinen Produkten eine konsequente Circularity.
Das heißt, die Produkte sind vom Design weg zirkulär aufgestellt. Ich weiß also schon bis ans Ende des Lebenszyklus von meinem Produkt, was damit eigentlich auch passieren soll. Und damit das überhaupt passieren kann, ist der andere Schritt, dass die Chemie sicher ist. Und sichere Chemie ist für mich das, was das Produkt auch zukunftssicher macht. Deswegen nenne ich es zukunftssichere Kosmetik. Und das ist der Punkt, die Ecke, wo Cradle to Cradle ins Spiel kommt, weil genau es darum geht, die wissenschaftliche Absicherung, dass diese Chemie auch tatsächlich sicher ist. Wie bist du dann auf Cradle to Cradle gestoßen? Das würde mich noch wundern. Ich meine, die Geschichte von Cradle to Cradle ist jetzt 28-jährig. Also wie bist du darauf gestoßen? Das würde mich extrem wundern. Also, ja, ich schäme mich ein bisschen, dass ich vor 28 Jahren weder dieses Bewusstsein hatte, noch etwas von Cradle to Cradle wusste. Ich hatte Glück und es war eigentlich ein Zufall. Ich bin in Albin Kälin rein gerannt. Also musste ich einen kleinen Vortrag halten an einem Event, wo verschiedene Vorträge stattfanden, und ich habe aber gemerkt, es interessiert mich gar nicht, was ich hier tue, es interessiert mich, was der Mann da drüben erzählt. Und es war wirklich 3 Monate, bevor ich die Firma gegründet habe, anfangs 17, und ich hatte auch wirklich keine Zeit. Ich musste direkt diesen Saal verlassen, weil mein Babysitter weg musste. Und ich habe nur ganz kurz gesagt, wissen Sie, ich habe ein Startup, ich fange jetzt gerade an, und ich habe kein Geld. So auch mein erster Satz. Ich habe kein Geld, aber ich will das, was Sie machen, was Sie sagen, das interessiert mich. Und dann haben wir uns getroffen, und jetzt ist 4 Jahre später 3 Produkte auf dem Markt, die Cradle-to-Cradle-Goals zertifiziert sind. Also ohne Rückenwind hätte ich es nicht geschafft. Ich habe versucht, über Universitäten zu gehen. Ich habe wirklich intensiv recherchiert, weil ich, wie gesagt, ich dachte, ja, es ist einfach. Ich habe natürlich auch bei der Naturkosmetik angefangen, normal, weil ich dachte, da hat man Lösungen. Aber das hat halt ganz schnell für mich nicht gepasst, weil es nicht lückenlos und nicht konsequent bis in die letzte Etage durchdacht war. Und dann habe ich halt weitergegraben und Glück gehabt, dass ich auf ein kleines, bereits existierendes Netzwerk gestoßen bin, weil ich natürlich nicht in 4 Jahren das hätte hinbekommen können, was jetzt da steht. Und ich bin extrem dankbar, dass man vor 28 Jahren angefangen hat, und man das heute zusammenbauen kann. Ich glaube, so sehe ich auch meine Funktion. Ich durfte die Elemente, die an der Oberfläche sind, so zusammenstellen. Und der Grund, warum das überhaupt funktioniert hat, war wirklich dieses kleine Netzwerk. Also klein ist eigentlich schon beachtlich, aber es war... Du hast in deinem Eingangsbild die Frage gehabt, was waren denn die Hürden? Also es war wirklich die größte Hürde, war wirklich die Menschen doch zu finden, die bereit waren, sich auf so ein Experiment einzulassen. Natürlich gab es die Elemente, von denen ich schon auf dich zurückgreifen durfte, die bereits im Verpackungsthema schon drinnen waren, wie Vögele. Ich sehe euch. Oder Bionics, die bereits in diesem Feld tätig waren, da musste ich quasi das nur noch zusammenbinden. Aber jetzt in Bezug auf die Kosmetik, da musste ich schon Menschen finden, die bereit sind, mit mir einen Weg zu gehen, ohne dass ich ihnen sage, ich weiß, wie es geht. Also ich bin ja nicht gekommen und habe gesagt, ich weiß, wie man Kosmetik macht. Ich habe den wissenschaftlichen Background und ich baue das jetzt mal. Sondern ich konnte nur sagen, ich weiß mehr hier unten. Es gibt einen anderen Weg. Es darf nichts kaputt machen. Es muss so sein, wie die Natur funktioniert, und wer macht mit? Ja? Also das mit 0-0 am Anfang, das war schon ein großer Berg. Und ja, ich freue mich also, extrem über jeden, den ich gefunden habe, der dabei ist. Ich glaube auch, wenn wir, ich sage jetzt mal, die älteren Hasen untereinander sprechen, wir bestätigen euch das, was du sagst. Es braucht ein Netzwerk, es braucht vor allen Dingen auch Vertrauen. Das ist, glaube ich, etwas, was in der heutigen Zeit nicht mehr so wahnsinnig super vorhanden ist. Man hat immer das Gefühl, der andere, der will etwas von mir und der verarscht mich jetzt, auf Deutsch gesagt, oder? Und auf einmal muss man sich
Ja, muss man vertrauen auf Leute, die man wahrscheinlich gar nicht so kennt, oder? Und wie hast du da die Erfahrung? Du hast es ein bisschen angetönt, oder? Also Markus ist ja auch hier, oder? Wir könnten ihn dann auch gleich fragen, ob er auch Vertrauen gehabt hat in dich oder einfach, ob er nur den Business Case gesehen hat. Weißt, ich glaube, diese Empathie scheint mir doch sehr zentral zu sein aus meiner Lebenserfahrung. Also, weißt du, ich finde Circular Economy, also das ganze Kreislauf-Dings, das steht eigentlich schon für sich, dass es nicht mehr der Ego-Weg ist. Also es ist nicht mehr dieses Lineare, wo dann auch links und rechts alles abfällt. Ist Circular Economy im Prinzip das Konzept zum Austausch, weil Circular alleine, das geht nicht. Weil ich mache etwas und ich brauche jemanden, der es schon mal mir abnimmt. Und wenn es mir niemand abnimmt, ist es schon in die Hose gegangen. Also blöd gesagt. Und wenn ich dieses Konzept weiterflechte, dann geht das überhaupt nicht alleine. Und dann sind wir wieder im Konzept der Natur. Alle Rädchen greifen ineinander. Und deswegen ist mir das auch so wahnsinnig nahe. Und die Menschen, die verstanden haben, worum es geht, das spürt man auch gleich. Weil dann greifen diese Rädchen ineinander und dann ist diese Frage eigentlich nicht mehr, jemand will etwas von mir oder will es, weil wir haben erkannt, die jetzt da zusammenarbeiten, dass wir aufeinander angewiesen sind und auch, dass es nur gemeinsam geht. Und das nicht, weil wir vielleicht im Moment noch Pioniere sind und es nicht so viele gibt davon, sondern weil es nur aufgeht, wenn wir alle da drin sind. Und es ist wunderschön zu beobachten, wie dieses Feld größer wird. Wie wenn man am Anfang so in einem kleinen Pott war, der wird immer ein bisschen größer und das funktioniert alles miteinander. Und es ist wunderschön, diesen Mikrokosmos zu beobachten, wie der wachsen darf und wie der in sich geschlossen funktioniert, halt eben genauso wie diese Kreisläufe sind. Und mit jedem Menschen, der dazukommt, mit jedem Zweig, der dazukommt, wird das größer und stärker. Und ja, Vertrauen ist da eine Sache, die, glaube ich, ist aber da bei denen, die da, ja, die da drin mitarbeiten. Ja, zeig uns doch mal, ich sehe von hier aus, dass du ein Produkt, zumindest eines hast du aufgestellt. Zeig uns doch das mal. Und was ist jetzt daran, Cradle to Cradle, oder? Wir haben auch Leute dabei, die da noch nicht so tief im Thema sind. Erklär uns mal anhand vom Produkt, oder wie du das jetzt an die Frau oder an den Mann bringen würdest, oder? Wieso gerade das und nicht das aus dem Regal bei wo immer, oder? Also, ich meine, oh Gott, da gibt es so viel zu sagen. Ich meine, schlussendlich, anfangen tut es ja bei den Rohstoffen, die man reintut. Da loben andere am Markt natürlich auch aus, dass etwas biologisch ist, dass man hinschaut, dass man keine Regenwälder abforstet, dass man konsequent und sozial und alles bis ins Ende der Supply Chain geht. Was hier aber weitergeht, ist, dass die Verpackung biologisch abbaubar ist. Bändchen und das ist alles, ist eigentlich das Gleiche und es ist konsequent hindurch. Deswegen ist es auch so ein bisschen nackt, weil ich habe nur gemacht, was ich machen kann, nach diesem konsequenten Konzept. Und das hat dann das hat so einen eigenen Look kreiert, zwangsläufig, möglichst viel weglassen, also Verpackung offen und beschriften war nicht, weil ich keinen Sticker habe, der jetzt da mal grundsätzlich drauf geht, weil wir so weit nicht sind. Also bekam es so einen puren Stil. Unten drunter ist es noch beschriftet, natürlich, aber das würde nicht obendrauf, würde das nicht gehen. Und diese Verpackung, die geht bei ungefähr 60 Grad. Man kann die schreddern und biodegradieren, wie nennt man das? Mikroorganismen können dieses Teil umwandeln wieder in Erde. Und das möchten wir zwar nicht unbedingt, wir möchten es lieber zurückhaben und eins zu eins neue Verpackungen draus machen. Wir können das ohne neues Material. Der Verlust ist sehr gering, wenn man das wieder einschmilzt. Und so hat man einen neuen, sauberen Kreislauf. Das betrifft auch das Papier, was involviert ist. Eben, Markus sitzt da. Also es ist alles Cradle to Cradle Gold zertifiziert. Auch das hat weder Filler noch Tinte, die nicht sauber ist.
noch Leimrückstände, die irgendwo sich darin finden. Es geht eigentlich alles darum, den Kreislauf neu anzufangen. Ich meine, wir haben diese Circular Economy und das konzentriert sich so ein bisschen im Thema auf Abfallwirtschaft, habe ich manchmal das Gefühl. So fängt das so ein bisschen an. Ja, wir schauen, dass wir mit unserem Dreck noch was machen können und holen vielleicht nochmal einen Zyklus raus und können das irgendwie noch weiter verwerten, was natürlich Sinn macht. Nur die Logik von Cradle to Cradle jetzt im Speziellen und die, die mich bewegt hat, überhaupt das Neues zu schaffen, dieses Borgen und wirklich unversehrt zurückgeben, das ist so die Philosophie, die dahinter steht. Wenn ich etwas borge, dann darf ich es nicht kaputt machen. Also wenn ich jetzt etwas, wenn ich daran was Giftiges machen würde, dann, oder etwas, was ich nicht rückgängig machen kann, dann ist es nachher kaputt und dann nützt es mir auch nichts mehr, das in Kreisläufe zu schicken. Deswegen gefällt mir der Spruch First Safe, then Circular. Und das ist so ein bisschen die Devise, nämlich neu anfangen. Also im Prinzip sauberes Material nehmen, saubere neue Rohstoffe nehmen und diese auch sauber lassen und immer weiter sauber behandeln, damit sie am Ende, wenn sie irgendwann ans Ende ihres Zyklus kommen, aus irgendeinem Grund, wirklich unversehrt der Natur wieder zurückgegeben werden können. Bedenkenlos. Ja, ich frage jetzt doch schnell Markus, wenn er schon da ist, oder? Er hat ja die Verpackung, die Außenverpackung gemacht, oder? Ja. Wie hast du Karin erlebt, als sie da auf dich zugekommen ist? Also war das sofort, dass du gesagt, nein, also das kann ja nicht sein, Kosmetik, kreislauffähig, oder wie bist du, erzähl, das nimmt mich Wunder, oder wie du das erlebt hast, Markus. Kannst du uns da etwas sagen? Du musst schnell das Mikrofon einschalten, nicht vergessen. Ja, ich habe Karin das erste Mal getroffen, da waren wir auch noch in den Kinderschuhen mit diesem Thema. Aber ich wusste natürlich, oder sie hat mir erzählt, dass sie mit Albin Kälin gestartet ist. Und bei ihm weiß man auch, was man hat. Also da wusste ich schon, dass da was dahinter ist und Karin hat auch ihre Idee sehr überzeugend vorgestellt und das hat man sofort gespürt, dass sie das will und dass es nicht nur so eine Idee ist, die irgendwie mal kommt und dann wieder verschwindet. Also da habe ich sehr stark gespürt, dass da wirklich echte Motivation dahinter ist und dass sie das durchziehen wird. Weil sie hat schon, als ich sie eben das erste Mal getroffen habe, hatte sie schon einige Hürden nehmen müssen und ist schon ein paar Mal auf die Nase gefallen. Das war dann unsere Herausforderung, war dann nur noch Nasenwasser im Vergleich zu dem, was sie bis dahin schon durchgemacht hatte. Okay. Aber wenn ich euch, ja, kann die Frage eigentlich auch an Karin, aber natürlich auch an dich stellen, eben, das tönt so wieder, wenn das unheimlich schwierig und komplex wäre, oder wenn man eigentlich umstellt von linear auf Cradle to Cradle. Vielleicht Markus, du schnell ein, zwei Sätze dazu. Hast du das als schwieriger Weg empfunden? Weil du hättest einfach sagen können, du hast die Druckerei mit deinem Bruder vom Vater übernommen und da hätte man einfach sagen können, komm, machen so weiter wie immer, oder ja, wie hast du das erlebt, oder? Ja, also schwierig ist es schon. Und warum einfach nicht so weitermachen, wie man es gewohnt war? Ist für mich noch schwierig zu beantworten, aber für uns war es eigentlich, also wir haben das einfach gar nicht gewusst vorher. Wir haben immer, wir wussten einfach das, was jeder Schweizer weiß, oder? Hier ist ein Naturprodukt, ja. Besteht aus Holz, aus Bäumen. Wir sammeln es wie verrückt und ich habe selber auch während der Schulzeit jeweils haben wir die Papiersammlung gehabt und die Zeitungsbünde eingesammelt einen Tag lang und das geht dann ins Altpapierwerk und da wird wieder Papier draus gemacht und das ist doch eine super Sache. Denken alle, oder? Und dass da eben nicht alles so gut ist
wie man meinen könnte. Das war uns einfach auch nicht bewusst, bevor wir über Cradle to Cradle oder von Cradle to Cradle erfahren haben und eigentlich dadurch auch gesehen haben, was dann eben alles für Stoffe in Papieren und Karton stecken oder also einfach in Drucksachen, die eigentlich dort nicht hingehören. Und eben genau das, was Karin gesagt hat, es ist eigentlich, wenn man einen Kreislauf schaffen will, kann nicht der Kreislauf die erste Priorität haben, sondern erste Priorität muss haben, was man für Materialien reingibt. Und wenn das irgendwie belastet ist, dann muss man das gar nicht, belastete Materialien braucht man nicht im Kreislauf zu führen. Ich kann vielleicht ein bisschen anfügen hier. Ich glaube, dass schon, ich hatte am Anfang ein sehr, sehr starkes Bedürfnis dafür, für diese zukunftssichere Art. Ich hatte auch ein instinktives Wissen, aber die eigentliche Entscheidung und das Weiterführen von dem Ganzen, das kommt natürlich mit dem Wissen an sich. Also je weiter man gräbt und je mehr man weiß über die Dinge, je weniger kann man zurück. Also für mich war das wirklich, waren viele kleine Dinge ausschlaggebend. Ich habe auch gedacht zum Beispiel, dass man mit Papier das wahnsinnig gut machen kann. Ist meine Kamera noch an hier? Ja, ich bin sehr. Ja. Aber hört ihr mich auch? Ja, alles gut, alles gut. Genau, ich habe auch gedacht, es ist einfach schön, wenn es ein Pflänzchen ist und dann ist alles gut. Und ich war sehr überrascht, dass die Schlacke vom Papierrecycling eigentlich Sondermüll ist, deklariert. Ja? Ich dachte schon eigentlich, wenn es aus einem Pflänzchen kommt, dann wird es wohl danach wieder in die Erde gehen. Wie es Markus so schön sagt, das typisch durchschnittsschweizerische Wissen. Ja? Und ich dachte auch, wenn wir den Abfall verbrennen, ist auch gut am Ende. Also ist ja gut, wir haben ja aufgeräumt, wir haben keinen Dreck hinterlassen. Ich hatte da vielleicht noch so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe viel Zeit in Argentinien verbracht und gibt es noch Abfallberge, also diese Landfill, diese Müllhalden. Und weil ich da am Recherchieren war und ich alles immer ganz genau wissen will, bin ich auch zu so einer Müllhalde gefahren. Man hat mich da nicht alleine hinfahren lassen, man hat mir einen bewaffneten Guard mitgegeben, was ich völlig übertrieben fand. Habe dann schon gemerkt, das ist ein bisschen brenzlig, man darf nicht auf andere Leute Abfall einfach so rumklettern. Aber als ich dann das natürlich durchgezogen habe, wie alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, bis jetzt, war das schon ein ganz verrückter Moment. Also erstens mal, das stinkt natürlich enorm, es ist richtig ekelhaft. Und die Ausmaße, die waren so eindrücklich. Ich meine, wir kehren den Dreck hier weg in der Schweiz, der wird schön abgeholt. Ich glaube, ich habe nicht mal wirklich den Überblick, was in der Woche bei mir so ausgeht. Und dann sehen wir den hier und dann ist das Problem gelöst. Aber wenn das so vor einem liegt, so ein Berg, man da drauf steht und sieht, wie sich die Tiere zusammensuchen, was man noch essen kann und der letzte Rest, der einfach vor sich hin rottet und man weiß, der wird da einfach, dann war schon klar, also entweder sind wir wirklich falsch oder irgendwas anderes ist falsch gegangen. Also das System muss ja dann falsch sein. Und dann kommt man dann wirklich zum letzten Detail und man gräbt vielleicht dann nochmal ein Stück weiter, weil das kann es nicht sein. Also das kann es nicht sein. Und ich meine, Markus hat es angetönt. Man macht es dann, weil man eben erkennt, dass es giftig ist, was man vorher getan hat, dass es nicht zurückgeht in die Natur, was man vorher getan hat, auch wenn man das geglaubt hat. Und wenn man irgendwann mal tief genug drinsteckt, dann kann man halt auch wirklich nicht mehr zurück. Das freut mich natürlich eben, vor allen Dingen auch, weil ich schon ein Leben lang dafür brenne und dass jetzt eben auch Jüngere das wirklich den Faden aufnehmen.
Und ich glaube auch, ihr habt den nötigen Drive, das auch, ich sage jetzt mal, mehrheitsfähig zu machen. Oder wir Älteren haben das vielleicht vorgespurt, aber ihr macht jetzt eigentlich den entscheidenden Schritt, dass es jetzt wirklich auch salonfähig wird, wie man so schön sagt. Und das gibt mir wieder viel Energie, weiter den Weg zu gehen. Und ich glaube eben, man hat es auch gemerkt, wir haben uns ja alle gesehen am 9. September da in Nidau bei der Klassenzusammenkunft von unserem Netzwerk, diese Energie, die da vorhanden war. Oder? Also da war wirklich, ja, man hat einfach gemerkt, wir wollen zusammen neue Sachen ausprobieren und neue Wege gehen, auch wenn wir wahrscheinlich hier und da mal in die falsche Richtung laufen. Auch das kann durchaus passieren. Ja, also ich glaube, das ist mein Empfinden, es geht sehr viel um Empathie-Geschichten auch, dass man einander stärkt und es braucht Schwarmintelligenz, wie wir auch immer wieder sagen in unserem Netzwerk. Ja, wie sieht jetzt dann deine Zukunft aus? Also jetzt haben wir ein bisschen so Vergangenheitsbewältigung gemacht, jetzt wollen wir mal noch in die Zukunft schauen, wie sieht das aus? Also was hast du für Pläne? Wirst du zum Weltkonzern oder was hast du da vor, oder? Also ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Limit gesetzt, von dem her, wir werden sehen, was okay. kommt. Aber ja, also ich meine, das war jetzt der erste Streich. Für mich ist das extrem schön zu sehen, also ich war auch sehr erleichtert, dass es da ist und bestätigt ist, weil ich habe schon auch viel behauptet in den 4 Jahren und ich war mir so sicher, eben, ich meine, ich habe das auch Markus vermittelt, wie sicher ich war, ohne dass ich jetzt zum Beispiel die Zertifizierung hatte. Und es war für mich wirklich erleichternd, dann die Wissenschaft auf meiner Seite zu wissen. Und nicht nur ins Blaue hinaus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor für die Zukunft. Das ist nicht Esoterik, die betrieben wird, sondern es geht hier um wissenschaftliche Fakten. Und von hier, das ist jetzt so der Status 1, darf es weitergehen. Also ich habe schon so viele Ideen und ich bin eigentlich schon am Überarbeiten. Ich kann in so vielen Ecken noch weiter graben und Details verändern. Also verändern, ich kann vor allem in den Rohstoffen kann ich noch weitergehen. Die Leute oder zum Teil Elemente, die da beteiligt sind, wissen noch nicht mal, dass sie Teil von Circular Economy geworden sind. Und mit dieser Story rauszugehen, mit dem Produkt rauszugehen, ist jetzt einfach eine Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit betreiben und es wachsen lassen, dieses Plänzchen. Und es ist ganz wichtig, denke ich, dass das auch wirklich wachsen darf, so wie es unser Netzwerk beim Erarbeiten dieses Projekts getan hat. So darf es jetzt weiter gegen vorne wachsen, dass noch die Menschen auch mitbekommen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und ich habe natürlich endlos viele Ideen, was ich schon als nächstes auf die Beine stellen will und was dazukommen soll und wie das aussehen soll. Aber du sagst 28 Jahre, ich jetzt 4 Jahre. Ich weiß, es braucht alles auch ein bisschen Zeit und ich gebe mir auch diese Zeit, weil das war vielleicht eines der größten Learnings in diesem Projekt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und es kann nicht schnell genug gehen. Und es war immer schon so, lieber gestern. Und das Projekt hat mir gezeigt, es hat alles seine Zeit und diese Zeit kommt. Und man kann am Gras nicht ziehen, es wird deswegen nicht schneller so weit sein. Und dieses Zulassen, dass das passiert, wenn es passieren soll, das war ein persönliches Learning. Und genau so weiß ich auch, dass diese Elemente jetzt sich Stück für Stück wieder dazu einschalten werden und wir die Produktpalette vergrößern können und die Ideen und die Projekte sind da und ja. Du hast da noch etwas Interessantes gesagt. Ich glaube eben, wenn man von der linearen Wirtschaft auf die Safe-First-Kreislaufwirtschaft wechseln möchte, dann braucht es Geduld, es braucht ein bisschen Suffizienz und zur Suffizienz gehört auch Entschleunigung. Eben, das macht man dann nicht so schnell in 3 Wochen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was ihr beide schon erfahren habt, oder? Also ich weiß halt nicht, wie Zeit. Umstellen, wie sich das, bei mir ist das ja relativ einfach. Ich habe ja nicht umgestellt, sondern ich habe es von null einfach nur so gemacht.
was möglicherweise einfacher ist, als wenn man umstellt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Prozesse hat, die schon bereits linear sind. Wobei ich natürlich bei den meisten Partnern, mit denen ich arbeite, schon in ein lineares System reingeschleudert bin und dann gezwungen auf dieses Kreislaufdenken umgebogen bin und habe sozusagen. Aber ja, es braucht vor allem viel. Es ist ein langer Erkenntnisprozess, was das betrifft. Nicht nur das Umstellen selbst, sondern das Erkennen, wie und wohin, also und was Circular ist. Das haben wir nicht gelernt. Wir sind alle noch linear aufgewachsen und wir sind nach dieser linearen Effizienz erzogen worden. Und wir kennen die kreislauffähige Effizienz nicht, die ich aber eigentlich als Hypereffizienz bezeichnen könnte, weil wenn man wirklich im Kreislauf geht und man nichts mehr verliert, effizienter kann man gar nicht sein. Also weißt du, wenn du jetzt sagst, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Ja, das ist schon so. Nur im Prinzip ist es absolute Effizienz. Ja? Es ist nichts geht verloren, nichts geht verschwendet. Und besser kann ich es nicht vorantreiben eigentlich als so. Das andere ist eine vermeintliche Effizienz, die uns schadet und Überreste hinterlässt, die nicht zuträglich sind dem Wohl aller und allen. Ja, das sind natürlich eben sehr, es braucht unheimlich viel Aufklärarbeit, also das ist auch nicht immer einfach zu erklären, ja, und das habt ihr ja vielleicht beide, auch Markus und du schon bemerkt, eben es braucht viel mehr Überzeugungsarbeit, als wenn du irgendein x-beliebiges Kosmetik an die Frau oder an den Mann bringen möchtest oder den x-beliebigen Block oder den x-beliebigen was immer, was Markus da herstellt mit seinen Mitarbeitern. Ich glaube, es ist viel, viel schwieriger, eben dann, man muss eigentlich die ganze Geschichte erzählen, oder was heißt überhaupt eben kreislauffähig, oder hast du auch diese Erfahrung gemacht, oder? Ja, am Anfang war ich extrem theoretisch und habe mich da fast schon verrannt in diese Fachrichtung. Und das hat sich aber jetzt in den letzten Wochen eigentlich ziemlich konsolidiert, denn das ganz einfach ist, da hinten siehst du das Glas, das ist ein geschlossener Kreislauf eigentlich, da steht der Topf drin, es kommt aus der Natur, geht zurück in die Natur. Dieses Borgen und unversehrt zurückgeben ist eigentlich in die komplette Einfachheit heruntergebrochen, was wir getan haben. Und das jetzt, dass es jemanden anspricht oder nicht, das werden wir jetzt noch sehen, wen das anspricht, aber es ist nicht mehr kompliziert und es ist für mich dann eben nicht mehr Überredungskunst notwendig. Das war natürlich beim Erarbeiten des Teams oder bei den Zusammenarbeiten, bei den Partnern noch ein bisschen was anderes, aber heute ist es einfacher und es ist so ein bisschen wie, wenn eine Pflanze anfängt zu wachsen. Jetzt wächst sie. Also es ist nicht mehr so, das ist der Samen ist gesetzt, diese Arbeit, die man so macht und jetzt darf es sich einfach auch entfalten. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt ganz viel buddeln gehe und Überzeugungsarbeit leiste. Und nein, ich spüre auch, dass erstens mal die Bereitschaft da ist, auch in der Gesellschaft. Und ja, vor 4 Jahren hat man noch nicht so zu gut zugehört. Heute ist das anders. Man rennt ein bisschen offenere Türen ein. Ja, ich nehme da kurz eine Frage von Ursula. Eben sie ist, so wie es scheint, Expertin bei regenerativen angebauten Rohstoffen. Die sie da, also sie ist nicht die Ursula, sondern die Karin, aber sie ist unter dem Ursula-Pseudonym drin. Karin, weiß nicht, ob du kurz 2, 3 Worte sagen möchtest, oder was du unter regenerativ angebaute Rohstoffe verstehst. Okay. Also ich bin nicht gemeint, oder? Nein, es ist die Ursula, die gemeint ist, ja, an Karin. Also dann springe ich da mal rein. Ja, gerne. Wir sind ein Schweizer Verein, der sich seit 2018 dafür einsetzt, regenerative Agroforstsysteme in der Welt zu verbreiten.
Das sind Anbausysteme, die ohne Inputs auskommen, ohne Pestizide, ohne Bewässerung, weil sie sich komplett dem Prinzip der Natur und des natürlichen Waldes eigentlich untersetzen oder unterlegen. Und wir sehen noch immer ein Manko in der, ich sage jetzt mal, in der Wirtschaft, dass das bekannt wird, dass man Produkte eben auch über den Biostandard hinweg anbauen kann, was gleichzeitig den Wasserkreislauf wieder in die Gänge bringt, was gleichzeitig Biodiversität erhöht. Wir arbeiten in Projekten auch immer sehr mit den lokalen Communities. Das heißt, uns ist es sehr wichtig, dass Leute zum Beispiel in tropischen Ländern gut entlöhnt werden, dass sie was haben von dieser Arbeit mit diesen Rohstoffen, mit diesen Pflanzen und dass eben im gesamten System alles verwendet wird. Weil wir sehr divers anbauen, können wir eigentlich gleichzeitig Gummi für Schuhsohlen anbauen, wir können Baumwolle anbauen für Schnürsenkel, wir können aber rein theoretisch auch das Leder generieren in diesem Agroforst-System. Und ich glaube einfach, dass wir immer noch bei den Rohstoffen das Problem haben, dass man denkt, zum Beispiel Monokultur angebaute Rohstoffe sind nachhaltig. Ne? Weil sobald man eben zum Beispiel in eine Monokultur reingeht, haben wir ein Problem mit Pestiziden. Und das trägt sich dann natürlich auch ins Produkt weiter und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist eben auch Kosmetik, und da bin ich sehr froh, habe ich Karin online kennengelernt, macht da einen Schritt vorwärts, was ich enorm wichtig finde, weil das auch ein Produkt ist, was bei jedem auf dem, ja, zu Hause ist. Ne? Also so wie Essen bei jedem zu Hause ist. Und da haben wir eine große Hebelwirkung auch in diesem Teil der Value Chain, wie Rohstoffe angebaut werden. Also der Konsument kann mitentscheiden, wo Sachen herkommen und damit auch, wie die Landschaft genutzt wird. Wie, ne, also wird da gespritzt, wird da nicht gespritzt, bekommen Leute einen fairen Lohn und so weiter. Du rennst bei und da wollte ich aber nur anbringen, ich bin da gerne auch mal bereit für ein Brainstorming. Also Ursula, du rennst bei mir natürlich offene Türen ein. Das ist genau das, worum es eigentlich im Endeffekt geht. Wir haben jetzt wo angefangen und um das Pflänzchen wachsen zu lassen, ist genau das enorm wichtig, weil wir können uns noch auf all diesen Ebenen immer noch verbessern. Ich meine, wir haben jetzt mal eine Chemie dazwischen sichergestellt, wir haben eine Verpackung, die sicher ist. Jetzt ist mal sicher. Und jetzt von da können wir das wirklich auch weiter treiben. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese Rohstoffe wirklich auch über von mir aus einen normalen Biostatus, das ist das, was ich jetzt gerade mal als Grundlevel gesetzt hatte. Aber das kann man eben tatsächlich vertiefen und verbessern. Es ist einfach nur mal ein Ort, um anzufangen und zu starten und zu sagen, hey, das ist möglich. Von da jederzeit weiter. Also wenn ich Rohstoffe finde, die astrein sind, dann gehen wir die Richtung. Also das ist vielleicht auch etwas, was das Projekt ein bisschen auszeichnet, durch das es so schwierig ist, diese Kreislauffähigkeit herzustellen, bin ich ein bisschen mit den Möglichkeiten gegangen. Also ich bin vielleicht nicht rangegangen und habe gesagt, ich möchte jetzt das und das und jetzt ist das in und da stellen wir jetzt alles auf diese Karte und das muss so durchgezogen werden, sondern ich musste natürlich gucken, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten und dann war der Rahmen wurde immer kleiner und da habe ich dann meinen Weg gefunden und jetzt können wir den eben immer wieder größer machen und verbessern und tiefer gehen und mehr zusammentragen. Ich glaube auch etwas, was gerade Silvia hineingestellt hat, scheint mir dann eben auch noch zentral, dass wir möglichst lokale Kreisläufe aufbauen und nicht dann das Ganze über den ganzen Planet karren. Das ist dann der nächste Punkt, oder? Also das ist zum Beispiel, da hänge ich auch extrem gerne rein, weil das war natürlich am Anfang meine Idee, das lokal aufzubauen und da bin ich dann relativ schnell zerschellt. Also das ist so einfach nicht. Um das Ganze lokal hinzukriegen, hätte ich jetzt für meinen Hauptrohstoff wahrscheinlich erstmal Politikerin werden müssen und hätte mich dann 2050 zur Wahl gestellt und dann irgendwann Verein gründen. Nein, es war wirklich wahnsinnig schwierig und ich musste
im ersten Schritt dahin gehen, wo die Möglichkeiten waren, wo eine Basis stattfand, die schon auf einem Level ist, die schon von Menschen auf ein Level getragen wurde, von der man sagen kann, jetzt hier, da können wir anfangen. Und das hat dazu geführt, dass ich am Ende nicht lokal geblieben bin mit den Rohstoffen, allgemein nicht, und ich mich dafür entschieden hatte, wirklich konsequent den Weg zu gehen, das Beste zu nehmen, was ich finde, aber, und das nach sozialen und auch biologischen, also nach allen Gesichtspunkten, die ich habe, wirklich das Beste zu wählen und den Transportweg dafür in Kauf zu nehmen. Weil ich auch gemerkt habe in der Entwicklung, wir hatten bei den ersten Cremen und Versuchen eine etwas, naja, es war halt so ein bisschen, wie vielleicht Essen war im Mittelalter, nicht besonders spektakulär. Und dann kam dann die Möglichkeit, ja gut, du kannst auch unter den Gesichtspunkten von, Naturkosmetik kannst du ein bisschen Chemie da rein und hier rein. Und dann wird das schon super, dann wird das schon genau diese Viskosität bekommen, die du dir wünschst. Und dann habe ich mich entschieden, nein, dann gehen wir halt dahin, wo die Rohstoffe wirklich gut sind. Dann nehmen wir halt wirklich das, ich dieses Gefühl, also nach dem Mittelalter hat man dann auch andere Gegenden bereist und wertvollere, schönere Dinge, Gewürze gefunden. Und das Essen, glaube ich, schmeckte von da an auch wirklich tatsächlich besser. Und jetzt können wir heute entscheiden, ob wir den weiteren Weg gehen oder ob wir Aromat nehmen, um es dann halt einfach schmackhaft zu machen. Oder wir müssen dann auch, als ich Aromat aus meinem Kasten verbannt habe, das ist zwar schon 14, 18 Jahre her, aber ich habe dann auch gemerkt, dass das Gemüse nicht mehr so gut schmeckt wie vorher. Da musste ich nämlich anfangen, wirklich zu schauen, was für Gemüse ich kaufe, weil das schmeckt alles wirklich nicht mehr. Und deswegen im Moment ist es so, dass ich Transportwege in Kauf nehme. Ja, vielleicht von meiner Seite ein Gedanke. Ich meine, eben sein ist die Erstbeschaffung der Rohstoffe. Und wenn wir die nicht haben bei uns, haben wir die nicht. Also Punkt. Was immer der Grund ist, klimatisch, was immer, spielt da keine Rolle. Aber es geht ja nachher auch darum, wenn sie mal bei uns sind, zumindest was die Verpackung anbetrifft. Und das müssen wir dann möglichst in lokalen Kreisläufen halten. Und da muss man natürlich noch lokal definieren. Da sprechen wir von 5 Kilometer, 50 oder 100. Also ich sage da auch nach dem Ausschlussverfahren, wenn es geht im Dorf und dann, wenn nicht, dann im Kanton. Und wenn es nicht im Kanton ist, ist es im Land und vielleicht ist es dann im benachbarten Land. Und so muss man eigentlich rückwärts denken, glaube ich. Und wir sind im Aufbau, wie du sagst, wir sind noch im Mittelalter. Also das Aromat haben wir, aber wie wir das andere hinbringen, da kämpfen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Also ich meine, das muss man schon auch, wenn man jetzt die Weiterverarbeitung anschaut von den Rohstoffen, wenn ich jetzt mein Lanolin kommt aus Patagonien, da steht aber auch die weltweit einzige Wollwäscherei, die mechanisch funktioniert. Dann leben die Schafe in einem Klima, in dem sie nicht mit Pestiziden vollgeputtert werden müssen, wo nicht irgendwelches Umwelt beschädigt wird, was schon mal gut eine super Basis ist. Praktisch wild, sehen nur zum Scheren Menschen. Und dann wird diese Wolle da gewaschen ohne zusätzliche chemische Additive. Und dann wird es verschifft. Das wäre dümmer, wenn man es in die Schafe in Australien hätte, waschen würde in Patagonien, verpacken würde. Ich meine, man kann es immer noch, es sind Transportwege da, aber es sind sicher keine Transportwege da, die nicht notwendig sind. Also deswegen ist das Schaf immerhin da, sind wir schon mal lokal geblieben. Das Schaf ist da, wo auch die Wäscherei ist, macht schon mal Sinn. Und dann kommt es hierher. So. Also gut, wenn du mal eine gewisse Größe hast und sind da jeweils 10 Containerschiffe unterwegs, dann kann es dann sein, dass die noch 5-mal verkauft werden und wieder umkehren. Also dass dann der Logistikweg immer größer wird. Ich habe dazu zwei Gedanken. Wenn ich immer größer werde, dann kann ich vielleicht tatsächlich die ganzen Bergbauern dazu überreden, dass wir ein Konzept aufbauen und dass wir das dann tatsächlich lokal machen können. Und das andere Gute ist, da ich bei der Verpackung auf jegliche doppelten Böden verzichte und bei allem eigentlich so minimal unterwegs bin, wie man kann, minimiert sich halt auch die Transportmenge an und für sich. Also dann schaut man auch, wenn man dann zum Endverbraucher kommt,
ist dann einfach ein bisschen lustig, wenn das Töpfchen so klein ist und 30 Milliliter drinnen hat, dann glaubt einem das erstmal niemand und sagt, oh, das ist jetzt aber noch teuer. Und ich sehe, das hält aber schon noch sehr, sehr lange. Ja, genau. Ja, da musst du halt vielleicht noch draufschreiben, für 1000 Anwendungen oder so, oder? Ich weiß es nicht. Nein, es ist witzig. Also auch ich bin 50 Milliliter. Also das, wenn man so Kosmetiktöpfe nebeneinander stellt, ist das schon absurd klein. Ja. Und da bin ich dann gespannt, wenn dann mal Stiftung Warentest kommt und mal die Füllmenge kontrolliert, dann stellen wir uns dem sehr gern. Ja, okay. Ja, aber ich glaube eben, du hast etwas Wichtiges gesagt. Wenn wir eben dann auch die nötige Menge haben, dann glaube ich schon, dass es Bergbauern gibt, die da sofort sagen, hey, wenn ich weiß, dass die Produkte, die ich aus meinen Schafen gewinnen kann, auch in der Schweiz absetzen kann, ja, dann rechnet sich's, oder? Aber wenn nur die Filetstücke in der Schweiz bleiben und alles andere, böse gesagt, geht in den Abfall oder ins Ausland, dann sagt dir jeder Schafbauer, es rentiert sich nicht, oder? Und ich glaube eben, das sind schon noch, du hast das schon richtig auch noch erwähnt, die Politik ist auch noch nicht so weit. Wir haben immer noch viele Gesetze, die eigentlich das, was du in deinem Herzen trägst und viele andere auch in unserem Netzwerk, eigentlich im Moment noch verunmöglichen oder erschweren. Sagen wir es zumindest so. Also wenn du linear unterwegs bist, wirst du überall durchgewunken, mehr oder weniger. Und wenn du dann so unterwegs bist, dann geht es eben los, oder? Weil ich glaube, eben der Punkt ist auch, die Abfallbewirtschaftung ist immer noch Hoheitsgebiet der Gemeinden. Also wenn dann der Markus auf einmal sagt, ja nein, ich nehme alles wieder zurück und verwerte es dann wieder, oder du sagst das, dann haben wir dann noch ein, zwei Hürden, haben wir dann noch zu überwinden, oder? Also das geht doch nicht, oder? Weil unsere KVAs, die brauchen auch eine gewisse Füllmenge, dass die rentieren und. Also es gibt schon noch ein paar Hürden, aber zusammen werden wir die problemlos meistern, da bin ich überzeugt. Ich habe noch eine weitere Frage, die sich bei mir brennt, wenn ich auf die Uhr schaue. Wie kann man dir helfen? Also wie können diejenigen, die hier sind, helfen? Klar, jeder könnte mal 100 von deinen Kosmetika bestellen, das wäre eine Hilfe, aber ich glaube, es gibt noch andere Möglichkeiten. Und ja, kannst du uns da noch zwei, drei Gedanken dazu sagen? Ja, also was denkst du? Das würde mich jetzt wundernehmen, wenn du denkst, wie man das würde mich schon, was denkst du, könnte die Schwarmintelligenz tun? Ja, natürlich in erster Linie auf der einen Seite dein Produkt noch weiterbringen, ebenso wie Susala zum Beispiel angetönt hat, von ihrem Wissen profitieren, genau. Aber natürlich auch unter die Leute bringen, oder? Also dass man eben ja, nicht, dass du als Einzelkämpfer eigentlich erklären musst, eben wieso das in deinen kleinen Töpfchen gleich viel drin ist wie in anderen, die aber dreimal so groß sind, und was das alles, eben die ganze Geschichte. Ich glaube, eine Hilfe ist jeder, der sich hier eingeschaltet hat, weil das ist irgendwie unter dem Thema Spread the Love. Es ist einfach etwas, was sich so weitertragen darf, die Information. Wer es mag, wem es gefällt, der soll unbedingt es selbstverständlich auch sich holen, weil dann sieht es wieder jemand und irgendwann können wir dann wirklich vielleicht größere Mengen verteilen und damit auch mehr bewegen. Also mir geht es schon darum, dass wir dann, ich habe das zusammengebaut mit ganz, ganz, ganz kleinen Mitteln auch und es ändert natürlich etwas, wenn man Gewicht bekommt. Dann hat man andere Partner, ich will nicht meine Partner austauschen, die sind alle super, aber man hat einfach eine Möglichkeit, dann größere Schritte zu nehmen. Und in diesem Falle sind größere Schritte auch wirklich eine Bewegung für unsere Umwelt. Und das wird die Politik betreffen, das sind eben die Regulatorien, die zum Teil angestaubt sind, weil sie von falschen Grundsätzen ausgehen, also falsch, ich sage das jetzt mal so, weil ich einfach das Gefühl habe, dass Circularity das Richtige ist, weil es das Grundkonzept ist, nach dem die Welt funktioniert. Die Natur ist genau im Kreislauf aufgebaut und wenn wir es nicht schaffen, die Natur wird es schaffen, mit oder ohne uns. Also es ist einfach eine Frage der Zeit,
wann wir uns anpassen, wann wir uns angleichen. Was ich aber auch ganz fest davon überzeugt bin, wenn wir wieder das Thema salonfähig, ich glaube, das bedeutet heute aber auch nicht zurück in die Steinzeit, sondern ich glaube, das bedeutet heute auch tatsächlich, Produkte zu schaffen für eine moderne Gesellschaft, die für morgen denkt, dieses zukunftssichere und nicht dieses rückwärtsdenkende. Ja. Also, du sprichst mir natürlich aus dem Herzen und ich glaube vielen, die hier zuhören auch. Und ich glaube, du hast schon etwas angetönt, oder? Die Schwarmintelligenz können wir vor allen Dingen brauchen, wenn wir uns gegenseitig helfen, das Ganze viral zu verbreiten, oder? Das heißt halt eben, wenn du irgendetwas postest, dass wir das dann eben weiter posten auf allen Social Medias und so weiter, aber eben auch weiter erzählen, weil wir machen so viel, viele, die ich hier sehe, die machen so viele coole Sachen und wir müssen sie jetzt einfach in die Welt hinaustragen. Also dieser Call to Action ist eigentlich gar nicht schlecht, Olaf, also für alle von uns, für alle unsere Projekte, weil tatsächlich ist es so, dass gerade Social Media so funktioniert, dass man, wer viel Lärm macht und wer viel klickt und weiterklickt, so, dass das wird auch verselbstständigt sich auch. Und da sind die Themen, und da habe ich auch schon mit einzelnen Leuten aus dem Netzwerk gesprochen, die sehr scheu sind, in diesem Bereich überhaupt zu gehen, weil da ist viel Wissen und dann hat man aber diese vornehme Zurückhaltung, die bringt dem Thema nicht so viel. Und ich muss mich selber an der Nase nehmen, ich gehe auch immer wieder mit dieser Zurückhaltung. Ja, soll man jetzt und darf man das und tut man teilen, anklicken, liken und all dieses Zeug, das hat schon seine Berechtigung. Und ich freue mich immer drüber, wenn es so ist. Ja, ich glaube, da haben wir noch Lücken. Ich habe auch gesehen, dass Max dabei ist von Everlife. Er wird uns da helfen, auch das auf ein neues Niveau zu heben, was das angeht, oder? Und ich glaube eben wirklich, wir machen so viele coole Sachen im Netzwerk, also alle Mitglieder. Und ich glaube, wir müssen diese Schwarmintelligenz nicht nur nutzen, um Produkte zu entwickeln, weil den Beweis haben wir angetreten, dass wir das können, sondern ich glaube, der Schritt geht eben auch weiter, darüber zu berichten. Also tu Gutes und erzähle es weiter. Und ich glaube, da müssen wir, ja, wie du sagst, alle uns immer noch an der Nase nehmen. Da haben wir noch viel Luft nach oben. Und ja, mir kommt ein Wort von Günther, der auch zugeschaltet ist, in den Sinn vom 9. Ja, aber du bist dir schon bewusst, dass ihr euch in einer sehr kleinen Welt noch bewegt. Und das habe ich ihm als Antwort gegeben. Ne? Da bin ich mir zu Hund, da habe ich keine Illusionen. Aber man muss mal anfangen. Weil wenn man immer sagt, wir sind nur in der kleinen Welt, dann beginnt man nirgends. Und ich habe enorm viel Freude, was in unserem Netzwerk, wo natürlich Albin Kählin auch ein treibender Element ist, eben ich bin auch mit seit 30 Jahren mit ihm unterwegs, was ich wirklich sagen muss, was wirklich cool ist, dass jetzt die Jungen, die hineinkommen, und ich zähle dich auch noch dazu, Karin, und Markus auch, zu mir. Und da merke ich wirklich, was da für ein Spirit kommt und für ein Drive. Und ich glaube, wir Eltern, es hat noch ein paar andere, die zugeschaltet sind, Hans-Martin Heiling habe ich noch gesehen. Wir müssen euch vor allen Dingen helfen, dass ihr nicht 20 Jahre braucht, bis ihr am Markt euch irgendwo platzieren könnt. Das sehe ich auch als Call auf für die Silberrücken, wie Hans-Martin immer so schön sagt. Oder? Und da müssen wir einander wirklich unterstützen und helfen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also ich kann euch sagen, der Lanolin Repair Balm, der ist auch für Silberrücken super. Es ist für Männlein und Weiblein und wirklich zu empfehlen für trockene Lippen, Fingernägel und so weiter. Also kann ich allen ganz gut. Ich habe ihn ausprobiert und bei meinen Falten und meinen Augenringen wird es schwierig. Ich glaube, das musst du noch ein, wie sage ich dem, ein Overage-Balsam entwickeln. Nein, also Augenringe vielleicht jetzt nicht. Also ich wollte jetzt nicht sagen, du kannst alles damit tun. Okay, jetzt habe ich gedacht, du hast da okay. Ja, ist da noch eine Frage im Publikum? Wo ich brennt oder eine Bewirkung? Ich hätte noch etwas, was vielleicht ganz interessant wäre für dich, Karin. Mhm. Und zwar, ich bin ja jetzt
gab per Zufall hier im Sano Jardin. Wir haben da wieder ein bisschen weitergemacht heute. Und ab nächstes Jahr werden wir, so wie es aussieht, das obere Gewächshaus auch mit betreiben. Und da ist die Intention, dass wir anfangen mit irgendwelchen Kräutern und auch Heilkräutern. Und ganz in der Nähe hier in Küblis ist ja die Firma Thal. Und die kenne ich sehr gut, also den CEO. Und die machen ja so Kosmetikprodukte. Und das wäre vielleicht mal ganz interessant für dich, vielleicht mit denen mal Kontakt aufzunehmen und sich mal auszutauschen. Was meinst du dazu? Also wenn ich dir mal den Kontakt machen kann. Ja, sicher, sehr gerne. Weil das sind alles Naturprodukte, wo auch hier hergestellt werden. Und vielleicht hast du schon in der Fernsehwerbung gesehen, Thal-Creme. Naja, ich kenne die Cremen. Ich kenne tatsächlich die Cremen. Genau. Und da kenne ich den CEO, ist ein guter Freund von mir. Also da können wir schon mal was machen, wenn das Sie mal interessiert. Und ich glaube auch Ursula, die sich dazugeschaltet hat, Hans-Martin und Ursula, ihr müsst euch, glaube ich, auch dringend austauschen. Ich glaube, Ursula hat ein großes Wissen, was man für den Sana Jardin dann auch sicher nutzen kann und versus, oder? Glaube ich, Punkt. Ja. Weitere Fragen oder Bemerkungen? Vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Ich habe natürlich immer noch einen Joker. Was machst du jetzt als nächstes? Also eben den Overage Superbalsam wäre ein Kunde, hättest du. Hast du noch andere Sachen vor? Jetzt habe ich dich nicht verstanden, entschuldige. Hast du andere Produkte, die du gerne machen würdest? Neben dem Superbalsam für Overage, eben für Silberrücken. Also wir haben jetzt noch zwei Cremes, die in einem Monat dann rauskommen, im Verkauf sind. Und wir arbeiten weiter. Wir haben auch noch Stoffprojekte, wo es auch noch kleine Kosmetiktäschchen dazu geben wird und so. Also wir verbreitern uns in dem Netzwerk nach Möglichkeiten und Cool, ja, dann bin ich gespannt, oder? Und vielleicht eben die Kommunikation ist in unserem Netzwerk Next Generation ist uns extrem wichtig. Wir haben ja auch einen super Kanal, Punkt 4 Info, darum heißt es auch Punkt 4 Zukunftsgespräch, Zufälle gibt es. Neben dem haben wir auch noch Circle Plus, da bist du auch drauf, glaube ich, oder Karin, mit deinen Produkten schon, oder? Circle Plus, glaube ich, da bist du auf dieser Plattform bist du auch so. Also für die, die es nicht kennen, ich schreibe es dann gleich noch schnell in den Chat. Circle Plus ist auch eine Plattform, wo man eben noch weitere Karins antrifft, die da auch in diesem Bereich schon aktiv sind, weil eben wir müssen einander den Rücken stärken. Ja, wenn du jetzt noch einen Wunsch hättest, oder ich bin leider keine Fee, aber wenn ich eine Fee wäre, welchen Wunsch könnte ich dir erfüllen in Bezug auf deine Cradle-to-Cradle Spirit, auf deine Überzeugung. Wo hältst du den größten, sage ich mal, Wunsch offen? Ich glaube, so ein Traum ist einfach, dass wenn es von politischer Ebene umschaltet, also wenn von außen die Regulatorien so sind, das heißt, jetzt muss alles kreislauffähig gedacht sein, das würde ich mir eigentlich wünschen. Das wäre das Tollste, was passieren könnte. Gut, also den Wunsch nehmen wir auf. Ich bin zwar eben, wie gesagt, keine Fee, aber wir sind aus Netzwerk natürlich mit den großen Parteien im Daueraustausch und versuchen da auch, nicht, dass das zu oberst auf unserer Agenda steht, aber wir versuchen da sanft Einfluss zu geben und einfach, das machen wir vor allen Dingen über Beispiele und da werde ich natürlich dich und deine Produkte gerne auch erwähnen, einfach, dass man sieht, hey, da gibt es dann eben wirklich wieder ein weiteres Unternehmen, das in diese Richtung geht. Und ja, also ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen, weil ich auch merke, eben, du brennst für das und das gibt mir wieder Energie, um weitere Schritte dann auch zu machen. Und das ist eben genau das Interessante. Und sind wir offen, haben wir Vertrauen in unsere Mitmenschen und ich glaube, dann können wir sehr viel Hoffnung haben für die Zukunft. Ja. An dieser Stelle, es ist die Stunde.